Ne, hier geht's durch. Da oben liegen Federn rum. War ich hier schon mal? Ne. Habe ich jetzt... Ja, die Fackel habe ich gesetzt. Gut. Okay, dann geht's hier weiter. Okay, der andere Weg wäre auch gegangen. Hier lang. Ah, da ist wieder eine Statue, sehr schön. Und wieder Orks, ich höre sie doch. Eligos Handschuhe haben wir fertig, sehr schön. Das ist doch gut. Okay, hier geht's nicht zurück. Ah, über der Steinschlag. Na toll. Da drüben ist aber eine Statue. Das ist wirklich toll. Müssen wir nur irgendwie hinkommen. Okay, Rückweg ist hier. Zwergslinge schleichen umher. Orkslinge schleichen auch umher. Okay, bauen wir uns hier wieder so ein Wiegelchen rüber. Giftpilze. Okay, ich hätte auf der anderen Seite bauen müssen. Ich dachte, der Raum ist. Psst, quiet. I see prey ahead. Was? Wo siehst du jetzt bitte Beute? Okay, ich glaube, wir müssen darüber. Oder können wir? Ah, da hinten ist so noch so eine Statuette sichere. Okay, nee, auf der anderen Seite ist besser. Ich reiß das mal ab, dass ich hier nicht. Aus Versehen dann auf die falsche Rampe laufe beim nächsten Mal. Das ein oder andere Holz können wir sogar mitnehmen. Na, vielleicht nicht. Dann können wir von da weitermachen. Ja. Okay. Ach so. Ich würde die gerne in der Länge bauen, damit wir nicht so viele brauchen. Aber ich kann dich wahrscheinlich schon nicht mehr richtig rüber, oder? Ah, wohl. So ist er noch grün.
Und dann können wir aber da hinten schon wieder anschließen. Den dann verbinden. Ha! Sehr schön. Dann bauen wir jetzt hier so eine kleine Stufe runter. Und sind nicht im Nebel, das ist sehr gut. Da ist es, die Beute, die er gesehen hat. Zwei Hände des ersten Zeitalters, okay. Ich traue dem Nebel da unten nicht. Da würde es jetzt weitergehen. Und da in der Ecke glaube ich nicht, oder? Ich werfe da mal so ein Licht hin. Okay, ist doch krass. Würde es höchstens... Geht's da rum? Leichte Beute. Jo. Und wieder hoch. So. Und dann gehen wir da lang. Okay. So, das hier Eisenerz. Okay, man findet schon Material hier. Wenn man braucht. Jetzt gelandet. Oh, ist das ein Kartenstein? Ein beschädigter Geschichtsstein. Natürlich, der braucht jetzt diesen Granit. Natürlich. Höhlenmoos. Ohne Moos nichts. Weißt schon. Oh nein. Ja, ich erinnere mich. Sorry. Ich erinnere mich an diese Spalte. Ich schmeiße mal Licht runter. Ja, die war sehr unangenehm. The darkest deeps, the best spot to find precious gems. Die tiefsten Tiefen, ja. Da war aber noch was anderes als Edelsteine.
Okay. Wir sollten diesen Kartenstein restaurieren, wenn wir können. Vielleicht finden wir irgendwo Granit, ich glaube, da hinten war irgendwo was. Da kam doch auch Granit raus. Die zwei würden noch fehlen. Finde ich die hier noch, oder? Sonst latsche ich schnell zurück. Oh, was ist das denn hier? Stein? Echt fies verschluckt das Rad, bloß wegen der Spalte da. Oh. Ha. Ja gut, dann rennen wir halt wegen den zwei Granit jetzt einmal zurück. Aber markieren erstmal die Spalte hier. Wobei die, da wird eh eine Markierung kommen, oder? Wer faselt denn da? Kann man hier rüber? Nee. Oder sind die unten? Schon wieder irgendwo Laber-Orks. Sieht man nicht, die sind unsichtbar, aber die labern die ganze Zeit. Da, hätte ich gleich hingehen können. So. Pilgerweges Markierung 2. Der Kibilnala beginnt als kleines Rinnsal, bevor er den Berg verlässt und zum großen Strom wird, der in den Anduin mündet. Ah, er speist auf den Spiegelsee und wird damit als Quelle von Durins Inspiration gesehen. Mhm. Gibt aber keinen Marker. Den Spalt hier könnte man irgendwann mal besteigen. Ich weiß nicht, ob man es muss. Ich glaube, wir haben uns da letztes Mal ziemlich schwer getan. Warte, ich wollte einen Marker setzen. Die Niedertiefen. Eigentlich könnten wir hier direkt eine Lara bauen. Hier. Das wollte ich ausmachen, das wollte ich ausmachen, das wollte ich ausmachen. Auf der Ebene brauchen wir keine Marker mehr. Genau. Ja. Aber hier wollte ich einen Marker setzen. Und zwar machen wir den da hin. Die tiefsten Tiefen. Mit einem kleinen T hier.
Und dann gehen wir wieder zurück. Achso, warte, ich wollte eigentlich. Oh, schon wieder zwei Ziegen. Dann benenne ich das kurz um drei Ziegen. Die tiefsten Tiefen und Sie. Ah, passt nicht hin. Tiefen und Ziegen. So. Ziegen. Ziegen. Und dann bauen wir uns hier ein kleines Lager hin. Schön gemütlich hier neben den Schimmelpilz, den wir jetzt schnell weghauen. Kleine Feuerstelle. Kleiner Kartenstein. Den benutzen wir es auch gleich. Und holen uns neue Diamanten von oben. Ist ja eh schon wieder Abenddämmerung. Hunger, 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 Hunger. Hab gar nicht so viele Pilze dabei gehabt. Witzig. Die vorher nur gefunden. Wie viele haben wir jetzt? Sechs. Ich glaube, wir könnten mal schauen, ob wir die Truhe aufmachen können. Dann nehme ich die mal mit und dann probieren wir das noch. Das können wir halt nicht hier reinmachen. Sortieren wir gleich mal. So, und den Anit hier. Und was hatte ich noch? Das Holz. Genau, passt. Dann nehmen wir wieder ein paar Pilze mit. Als Notproviant. Essen auch ein paar. Da ist der Hafer gewachsen. Nein, Mann. Ich will wieder Bier brauen. Oh, wir können die ersten Handschuhe bauen, oder? Bigelow. Hä? Hä? Wo sind die? Ich hatte doch. War das doch die? Erebor? Oder brauche ich da die spezielle Schmiede für? Oder mache ich die woanders? Bolzen des ersten Zeitalters. Ach, die kann ich jetzt schon bauen. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Die sollte ich vielleicht bauen. Einmal wenigstens.